Moin, ihr Füchse da draußen, und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße euch ja leider immer noch zurück zu Duke Nukem Forever. Du, es endet nicht. Zieht sich am Ende jetzt noch ein bisschen hin. Ne? Wir hatten letztes Mal aufgehört bei Tür Nummer 12 und sind ganz aufgeregt, was uns dahinter gleich erwartet. Im Part davor sind wir durch den Untergrund durchgewandert und sind jetzt im Becken. Somit erwarte ich hier ein... Es ist kein Becken, es ist einfach nur... eklig. Hallo, hallo. Du, ich bin der Fuchs, ich, Erstmal das Gekröse kaputt hauen. Dann schauen wir mal. Ich habe vergessen, bei der letzten Folge ranzuschreiben, dass ich Dinge zensieren muss. Was ist du los? Oh! Junge, du musst dich mal entspannen. Was haben wir hier drinne? Kanone, jo. Dicke Schwein, paar Eier. Moin! Quiek, kleines Schweinchen, quiek. Quiek, kleines Schweinchen, quiek. Was ist das? Ja, ja, Dinge, die ich überhaupt nicht benutze, irgendwie, weiß auch nicht. Es gibt einfach, dadurch, dass die Level so schlauchig sind, gibt es gar keinen Grund, so eine Dinger zu platzieren. Du weißt ja nie, wann was kommt und dann platzierst du die und, Hier geht's wohl tatsächlich weiter, Moment. Bevor wir weitergehen, noch in diese Richtung. Ich will eben gerade noch gucken, was hier noch so ist. Da hängt einer ein bisschen in den Säulen, wa? Jo. Nu ist das gut. Ich mach das nur, weil es geht. Es bringt nichts, aber es war schön, es zu verwenden. Den Nippel hauen. Es bringt auch nichts, aber es fühlte sich einfach richtig an. Ich weiß nicht wieso. Es fühlte sich einfach richtig an. Okay, weiter geht's. Checkpoint hatten wir ja gerade schon. Jupp. Auf ins Becken. Ist das das Becken? Nein, das ist ein Schwein. Und noch ein Schwein und die rennen durch die Gegend. Oh, eine Zigarre. Du-du-du. Haben wir die jetzt die ganze Zeit da dran, ne? Oder was? Ist ja irre. Der Duke ist hart am Zigarre rauchen, das gehört ja auch zu ihm eigentlich, ne? Eigentlich schon eine, die wird aufgebraucht offensichtlich, sie wird kürzer. Aber nicht indem vorne mehr Asche kommt, sondern er zieht sie immer mehr in sich hinein. Seht ihr das? Sie wandert einfach weiter zurück. Ist schon ein bisschen bescheuert. Wow, aber ich will mich nicht beschweren, du. Jeder wie er es kann, ne? Da, Granate, boings. Alles weitere ist mir relativ platt. Nächstes Mal ein bisschen lauter. Oh oh. Hab das! Berserker-Mond. Oh, wow, 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 dicker. Dicker, 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 dicker. Wow, 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 wow. Wir haben ein Ziel. Woo! Na los, komm her. Komm her. Heilige Sau. Bumps. Bis im nächsten Leben. Ich habe leider nicht gesehen, wo ich hingeschossen habe, aber scheint geklappt zu haben. Oh, 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 oh. Ruhe jetzt hier bitte. Bis zum nächsten Leben. Kann ich das irgendwie verschieben? Ah ja. Denn die Tür hier wird wahrscheinlich zu sein. Ja, wer hätte das denn gedacht? Hä? Ah, ob hier irgendwo noch ein Secret ist oder so, ist mir eigentlich relativ latte, muss ich gestehen. So. Oh je. Ist kaputt! Okay. Guten Flug, Schweinebacke. Das war's. So, oh, erstmal gucken. Oh, das ist so nett. Habe ich aber schon. Oder? Habe ich das noch? Den haben wir. Dies haben wir. Dies haben wir. Alles noch da. Primär nutzen wir eh das und die Shotgun. Das sind so die beiden. Don't touch my beer or I'll kick your ass. Oh, er wollte wohl irgendwie. Wo ist denn sein Bier? Da, danke schön. Oh, es ist, wieder habe ich full on Bier.
Haben wir schön gemacht, oder? Ich habe zwei Kreise gemalt, das passt schon. Okay. Weiter geht's. Wir müssen irgendwie darüber. Checkpoint gesichert. Das ist doch schon mal eine schöne Nachricht. Ich habe das Gefühl, so rein, gefühlsmäßig. Oh, warte mal. Ja. Dass ich diese Aufnahmesession doch noch nicht fertig werde mit dem Duke. Nein, er wird mich nächsten Freitag wahrscheinlich dann doch nochmal begleiten. Ist das nicht schön? Ja, ich freue mich auch. Oh, cool. Soll das so sein? Ich glaube nicht. Wir müssen wieder ein Gegengewicht schaffen. Okay, und... So, das ist doch schon mal schön. Wir brauchen noch mehr Gegengewicht. Gucken wir mal. Da kamen wir her. Wir sind da oben irgendwie rauf. Kommen wir da nochmal raus? Bitte? Okay, offensichtlich nicht, nein. Oh, hier. Oh, warte. Nee. Wie komme ich denn da jetzt hoch? Die Frage hat sich beantwortet. Klebriges Bümmchen. Oh, war doch nett. Kann man denn noch hin? Gibt's da noch irgendwas zu gucken? Ein Secret? Ein Versteck? Nö, nur Schrott. Aber doch, hier sind Sachen. Okay, die Frage hat sich jetzt geklärt, wie wir da rankommen. Damit. Huschbutten. Ah, okay. Das Ding ist scheiße. Okay, das war lustig. Das war für wahr einfach nur lustig. Das Ding ist scheiße. Das war wirklich witzig. Hm, hallo. Die wollen mir alle so ein RPG andrehen, deswegen nehmen wir den mal lieber anstatt den Devastator. Der liegt hier so oft rum, der. So. Das Ding ist scheiße. Okay. Nächstes Fass. Na, noch ein paar. Ein paar, na wunderbar. Das sind noch zwei Stück. Schauen wir uns erstmal hier unten um. Hier wird ja auch irgendwo so ein Ding rumliegen. Logischerweise. Oh, das ist ja ekelhaft. Das ist das Zeug aus den Kopfschmerzen gemacht, ne? Hier ist echt keins drin. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, vielleicht hier oben noch eins, bitte. Nee. Was ist das denn? Da ist keins. Kann ja nicht. Ach, da hinten oben sind noch welche. Okay, ich brauche nochmal das Ding, das scheiße ist. Das Ding ist scheiße. Okay, wie kommen wir denn da hin? Okay. Da ist noch ein Fass. Meißen wir erstmal nach unten. So, und da brauchen wir noch eins. Na, vielleicht reicht das eine noch.
Und dann noch ein paar war eine Lüge. Hoffen wir das Beste. Au! Mein armes Ego. Da kommt unser letztes Fass. Na komm schon. Lecker Schwanz. Wow! Fett und eklig. Upsala. Oh. Los! Da ist auf jeden Fall noch ein Fässchen. Ja, siehste mal. Das dürfte jetzt wohl auch das letzte gewesen sein. Ja, oh, schwer genug, würde ich sagen. Oh-oh. Fettsack! Ein Fettsack! Woo! Oh, zwei Fettsäcke! Fettsack 1 ist tot. Nein, weitermachen! Was hat er gesagt? Irgendwas mit Die. Die! Mal sehen, wir hier zuerst died. Wuhuhu! Lebst ja immer noch. Au! Jetzt ist er aber tot, oder? Nee. Alter, was ist denn nicht richtig mit ihm? Warum habe ich als Letzten zu töten? War das gelogen? Okay. Es wackelt schon wieder. Ist hier jetzt gleich mal Schluss, oder was? So, das können wir durch das Ding ersetzen. Ah ne, das Ding haben wir schon. Wir haben ja gar nichts mehr mit Munition. Das ist ja fürchterlich. Nur noch die Shotgun. Okay, wir hauen erstmal ab. Wir brauchen aber gleich mal eine vernünftige, normale Waffe. Wir müssen jetzt da rüber latschen. Bedeutet, wir müssen da hoch, darauf springen und dann irgendwie nach da hinten rüber. Okay. Let's go. Das werden wir schon irgendwie schaffen. Gibt es noch irgendwo Munition für irgendwelche Waffen oder so? Nix los, alles klar. Na dann. Da hoch. Das Becken. Ich habe jetzt zwar noch nichts Beckenmäßiges entdeckt, aber das wird schon alles werden, oder? Okay, warte, warte, warte. Und wow! Okay, laufen, 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 laufen. Hier, da. Das erfreut mich doch. Das erfreut mich doch. So. Da müssen wir wahrscheinlich da lang. Irgendwie. Oh, vorsichtig. Typ, das war sehr knapp. Warum huckelt das Spiel jetzt auf einmal so? Es ist jetzt auf einmal grafisch anspruchsvoll, deswegen laggt es jetzt. Wie scheiße. Sieht man ja auch, wie hübsch das jetzt auf einmal aussieht. Nee, ich will nicht die Eiskanone. Wobei, habe ich gerade irgendwas Leeres? Du bist nicht leer, du bist nicht leer. Wobei, das Ding ist kacke. Nehmen wir mal lieber die Eiskanone. Vielleicht brauchen wir die doch noch. Wer weiß? Wer weiß? Das Becken, Teil 2. Oh mein Gott. Pickups lassen oft neben den mitgeführten Waffen auch Rohrbomben fallen. Ah. Was machst du denn da? Oh Gott, sie sind überall! Du musst mir helfen! Bitte, rette mich! Ja, das hat nicht so gut geklappt, aber die Tür ist immerhin offen. Du hast dein Pulver verschossen. Wo kommt denn jetzt die Rohrbombe her? Oh, da oben.
Arschtritte geben ist seliger als Arschtritte nehmen. Ich hasse euch, ihr seid widerlich. Alien-Geschmarrer. Arschtritte geben ist seliger als Arschtritte nehmen. Okay, das ist halt auch irgendwie lustig. So, erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwo Munition haben, weil wir sehen schon wieder echt scheiße aus. Hashtag Real Talk. Erstmal umsehen. Ich brauche ein Handtuch. Weil ich geschmoddert, voll geschmoddert worden bin, oder was? Was war der letzte Schmodderer? Aber hier ist nichts mit Munition. Na gut, dann gehen wir erstmal hier weiter durch das Becken, Teil 2. Oh, hier geht's nicht weiter. Das ist eingeekelt, hier gibt's keinen Ausweg. Da oben hängt noch einer in den Seilen, vielleicht müssen wir da weiter. Uppala. Moin! Oh, Gottes Willen. Ah, okay, warte. Man musste einfach nur schnell sein. Hier ist so ein Ding auf Rollen wieder, oder? Ne, jetzt kann man nicht durch die Gegend rollen. Also hier kamen wir ja her. Ja, hier kamen wir her. So, dann sind wir hier gelandet. Die hat uns hier hoch befördert. Nett. Bringt uns aber nicht wirklich weiter. Wir scheinen weiter nach oben zu müssen. Ja, da müssen wir wohl irgendwie hoch. Okay. Mal sehen. Ich sehe da so ein Rohr. Da hinten ist so ein Rohr, wo man durch kann. Wir müssen irgendwie nach da oben auf dieses Rohr. Hier so lang und dann so da so drauf und dann so da so drauf. Oh ja. Dann das rüber. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, siehst du mal. Nur durch. Wenn das mal nicht das Becken ist, würde ich mal sagen, oder? Das fühlt sich doch auch schon richtig an wie so ein Becken. Becken Teil 2. Return of the Becken. Was hier denn wieder kaputt ist? Ja, alles unter Strom. Och, nö. Geh erstmal nach unten. Au. Duke, die Alien-Wichser haben mich erwischt. Lass den Scheiß und komm hier hoch. Wo ist er denn? Er ist irgendwo oben und die Alien-Wichser haben ihn erwischt. Ist okay. Du, ich kümmere mich mal drum. Oh, vorsichtig. Oh, scheiße. Vorsichtig. Scheiße. Ich geh dich retten, warte. Also dahin. Dann dahin. 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 Oh oh. Ich bin ja gleich bei dir. Lass mir doch mal ein bisschen Zeit, du. Man ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ich bin so vollgepumpt mit Steroide, da geht nicht mehr viel. Irgendwo habe ich hier gerade eine Pistole gefunden. Da, warte. Was kann ich denn mal wegschmeißen? Was ist denn fast leer? Oh, eigentlich diese Eispistole, weil ich die hasse. Ja, Horn, wir haben dich ja gehört. So, ihr Lieben, ihr habt den Horn Krieg gehört. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle so einen kleinen, gemütlichen Break. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit bei Ihnen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst einfach eine Däumlein da. Kommentar und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part wieder.
Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.